Die Krankenhäuser von Andhra Pradesh sind voller Menschen, die in der Hitze kollabiert sind. Doch selbst hier haben sie nicht einmal einen Ventilator. Wenigstens sind sie im Schatten. Temperaturen von nur knapp unter 50 Grad machen den Alltag in Indien zur Qual und noch immer zur tödlichen Gefahr. Die Behörden warnen davor, zur Mittagszeit ins Freie zu gehen. Unsere Ärzte sind angewiesen, den Leuten klarzumachen, dass sie nicht in der prallen Sonne arbeiten sollen. Und wir sagen den Menschen auch, dass sie unbedingt Vorkehrungen treffen müssen, wenn sie während des Tages das Haus verlassen. Doch nicht alle Menschen können es sich leisten, solche Ratschläge zu befolgen. Viele müssen trotz der Rekordtemperaturen arbeiten, um genügend Geld zum Überleben zu haben. Besonders betroffen von der Hitzewelle sind die südlichen Bundesstaaten Telangana und Andhra Pradesh. Von hier stammen die meisten der Todesopfer. Seit Tagen herrscht ein Mangel an Trinkwasser. Für die kommenden Tage sind in den betroffenen Gebieten schwere Gewitter und Regenfälle vorhergesagt. Eine dauerhafte Abkühlung wird es aber erst mit Beginn der Regenzeit in einigen Wochen geben.